Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebes Publikum, herzlich willkommen zu Tag 1 der Innovation Stage auf der Bildungskonferenz 2024. Mein Name ist David Kriegler und ich darf Sie heute durchs Programm führen. Es gibt viel zu diskutieren, wir haben einige Themen auf der Agenda. Egal ob digitale Lehre im Hochschulbereich, künstliche Intelligenz oder die Rolle von Start-ups im Bildungskontext. Heute soll jeder auf seine Kosten kommen. Bevor es losgeht, aber noch ein paar Hinweise zu Technik und Ablauf. Neben der Innovation Stage, auf der Sie sich jetzt gerade befinden, gibt es auch noch die Education Stage sowie eine Anzahl von Workshops, an denen Sie sich beteiligen können. Das Programm auf den beiden Stages können Sie direkt hier im Livestream verfolgen. Das Programm auf den Zugang zu den Workshops finden Sie direkt über das Programm. Sollten Sie technische Hilfe benötigen, klicken Sie bitte oben rechts direkt neben Ihrem Profil auf den kleinen Pfeil und auf den Punkt App Support. Dort wird Ihnen schnell geholfen. Und zu guter Letzt, falls Sie Fragen an die Panelisten und Panelistinnen haben, schreiben Sie diese einfach genau hier in den Chat. Unser Team leitet dieses sofort an die jeweiligen Moderatoren und Moderatorinnen weiter, also bitte keine Zurückhaltung. Die Bildungskonferenz lebt vom Input der Lernenden und Lernenden. Und damit kommen wir auch schon zum ersten Programmpunkt auf der Innovation Stage. Wir starten mit dem Panel Verschieden wie Sonne und Mond, wie wird die Forschung zu digitaler Lehre Realität? Laut einer Hochschulbefragung des Hochschulforums Digitalisierung steht es um das digitale Studium und um die digitale Lehre in Deutschland nach wie vor eher so mittelmäßig. Die Präsenzlehre bleibt die vorherrschende Lehrform. Lernende haben nicht ausreichend Zeit für Weiterbildungen und selbst beim WLAN hapert es immer noch manchmal. Dabei existieren an Universitäten selbst nicht selten eigene Forschungseinrichtungen, Lehrstühle oder Institute, die sich damit auseinandersetzen, wie digitale Lehre aussehen kann, sowohl im Hochschul- als auch im Schulkontext. Bleibt also nur noch die Frage, warum dieser Transfer scheinbar nicht einwandfrei gelingt. Um genau diese Frage dreht sich unser erstes Panel. Und um die zu beantworten, habe ich natürlich Unterstützung mit auf die Bühne gebracht. Ich möchte herzlichst begrüßen Herrn Professor Dr. Jan-Martin Geiger. Herr Geiger hat seit 2023 die Juniorprofessur für Innovation und Transfer digitaler Lehre an der Universität Münster inne. Willkommen, Herr Geiger. Direkt daneben, Frau Dr. Sigrun Nickel, Leiterin Hochschulforschung am Zentrum für Hochschulentwicklung. Hallo, Frau Nickel. Und unten links im Eck finden Sie den letzten in unserer Runde, Kai-Uwe Hunziker. Herr Hunziker ist selbst PhD-Anwärter und außerdem Digital Changemaker am Hochschulforum Digitalisierung. Danke, dass Sie heute dabei sind, Herr Hunziker. In diesem Sinne möchte ich auch nochmal explizit unsere ZuschauerInnen darauf hinweisen, hier im Chat Fragen zu stellen. Herr Geiger, Sie treiben gerade ein sogenanntes Education Lab voran, in dem konkrete Technologieansätze wie künstliche Intelligenz, Mixed Reality und weiteres in Lehr-Lern-Kontexten erprobt werden. Zum Anfang würde mich interessieren, an was Sie denn gerade persönlich forschen. Das sind wir auch im Allgemeinen in der Forschung zur digitalen Lehre. Ja, so drei Forschungsstränge, an denen wir arbeiten. Das eine ist ganz klassische Interventionsforschung. Das heißt, wir schauen, was passiert, wenn man eben einen digitalen Ansatz nimmt, eine spezifische Technologie und die in ein digitales Lehr-Lern-Setting überträgt, was das einfach bewirkt bei unseren Lernenden auf der einen Seite, aber eben auch bei den Lehrenden. Also was hat das für einen Effekt zum Beispiel auf ganz konkret Lernfortschritte oder vielleicht die das Verständnis von fachspezifischen Bildungen. Das kommt immer darauf an, was wir vermitteln. Der zweite Forschungsstrang befasst so ein bisschen die Frage danach, was haben Lehrkräfte selbst für eine Perspektive auf den Einsatz von Digitaltechnologien? Einfach vor dem Hintergrund, dass wir sehen, zum Teil gibt es ein doch reichhaltiges Angebot eben an digitalen Werkzeugen, auch digitaler Infrastruktur. Inwieweit das Ganze aber didaktisch sinnvoll hinterher, ob das jetzt in der Hochschule ist oder ob das in der Schule der Fall ist, auch eingesetzt werden kann, das hängt einfach massiv von den Personen ab, die es einsetzen. Das sind die Lehrerinnen und Lehrer oder an der Hochschule die Dozierenden. Das ist eine Perspektive, die wir ebenfalls mit einfangen und einfach herausfinden wollen, was sind subjektive Überzeugungen, was sind Erwartungen an den Einsatz eben von digitalen Werkzeugen und die Gestaltung von digitalen Arrangementen.
Und ein dritter, bislang ja, noch gar nicht so wahnsinnig breit beackerter Forschungsstand, betrifft die Frage danach, wie verändernd digitale Lehre unsere Vorstellung davon, was eigentlich Lehren und Lernen bedeutet. Man kann das ganz gut beobachten im Augenblick anhand künstlicher Intelligenz, insbesondere generativer künstlicher Intelligenz und Sprachmodellen, die damit verbunden sind. Ja? Wo zum Teil eine Verlagerung von Lehr-Lerngeschehen stattfindet, von der Ermittlung und der Vermittlung von Wissen. Und das zieht einfach Fragen nach sich. Ja? Zum Beispiel Fragen danach, was sowas wie eine Eigenleistung ist. Ne? Also früher ist es eine Eigenleistung gewesen, in die Universitätsbibliothek zu gehen und das Goethe-Zitat an der richtigen Stelle rauszufinden. Das war vor 10 Jahren keine Eigenleistung mehr, das ist heutzutage noch weniger. Und das eben ja, Gegenstand zu machen von Forschung und Lehre und zu hinterfragen, wie verändern sich eigentlich die Episteme in der Lehre, die damit verbunden sind, das ist so einer der Forschungsstränge, den wir nachspielen. Vielen Dank. Ich glaube, das war ja schon mal ein guter Aufriss bzw. eine breite Übersicht an verschiedenen Themen, um die sich Forschung zum Thema Digitalisierung in der Lehre drehen könnte. Frau Nickel, auch Sie arbeiten seit vielen Jahren inzwischen an diesem Thema. In welchen Bereichen würden Sie sagen, ist die Forschungslage denn besonders gut? Ja, also ich arbeite jetzt forscherisch nicht zum Thema Digitalisierung, aber was ich ja mache als Leiterin Hochschulforschung im Zentrum für Hochschulentwicklung, ist, dass ich mir angucke, was wird eigentlich geforscht und wie kommen Forschungsergebnisse in die Praxis. Und da sieht man, dass das Thema Digitalisierung halt ganz oben steht, also was jetzt die Forschungsergebnisse anbelangt. Das sind natürlich ganz unterschiedliche Themen, die sich dahinter verbergen. Aber wichtig ist eben, dass das ein Thema ist, das sieht man ja auch, das viele Forschende beschäftigt. Jetzt ist natürlich die spannende Frage, wie kommen solche Forschungsergebnisse tatsächlich in die Praxis? Da haben wir auf der einen Seite die Lehrenden, wir haben aber eben auch das Hochschulmanagement, die ja in unterschiedlichster Weise da auch involviert sind, zum Beispiel über die Bereitstellung für einen Support für Lehrende, Hilfestellung bei der Gestaltung von digitalen Lernformen, aber eben auch Beschaffung von Infrastruktur oder Bereitstellung von Infrastruktur, Beschaffung von Lernplattformen etc. pp. Und da gibt es noch relativ viele Hürden. Das heißt, es gibt relativ viel Wissen im Bereich der Digitalisierung, aber es läuft noch nicht so gut, dass dieses Wissen auch dann tatsächlich in die Praxis kommt. Vielen Dank hierfür. Herr Geiger, ich weiß aus unserem Vorgespräch, dass es aber auch noch einige Bereiche gibt, die eher weniger erforscht sind. Können Sie da vielleicht noch einmal kurz dazu ausholen? Ja, was relativ wenig erforscht ist, ist im Prinzip dieser dritte Forschungsstrang, auf den ich eben schon aufmerksam bin. Ja, also, wie verändert die Verfügbarkeit von digitalen Technologien die Art und Weise, wie wir Wissen erzeugen und wie wir Wissen vermitteln? Ja? Das ist eine Fragestellung, mit der wir uns mit zunehmender Entgrenzung des Wissens, ne, von bisher bekannten Strukturen, ne, bisher hat man zum Beispiel ist man in die Universitätsbibliothek gegangen oder man hat seine Literaturrecherche betrieben über die bekannten Portale, Web of Science, über Google Scholar beispielsweise und dann entsprechend ja, diese Inhalte aufbereitet. Was passiert jetzt durch die Verfügbarkeit, durch spezifische digitale Technologien, die eben zu einer Entgrenzung dieses Wissens aus etablierten Strukturen führen? Was passiert damit? Ja, für unsere lernbezogenen Episteme. Also inwieweit, ne, schärft das vielleicht nochmal unseren Blick auch dahingehend, inwieweit es zu einer Verlagerung kommt, von dem, was wir eigentlich vermitteln wollen. Ja. Also das ist ein Bereich, der hochfachspezifisch ist. Ja, also Sie haben in den Naturwissenschaften beispielsweise ja völlig andere Herangehensweisen, auch andere ja, Wissenschaftsprinzipien und auch eben mehr Lernprinzipien, als das in den Geistes- und Gesellschaftswissenschaften.
Ja, also eine KI wird Ihnen in der Regel, wenn Sie ein Experiment durchführen, die Lösung vielleicht nicht vorhergeben können. Aber eine KI ist immer relativ gut mittlerweile dazu in der Lage, zum Beispiel auch, ja, ich sag mal so, Aufgaben der Textproduktion und Textverarbeitung mitzudenken. Das sind einfach ne, anhand dieser einen spezifischen Form, Erscheinungsform von digitalen Technologien, lässt sich, glaube ich, relativ gut ablesen, ne, was eben das mit fachbezogenen Epistemen in der Lehre ja, anrichten kann, beziehungsweise zu welchen Konsequenzen das führt. Und führt dazu, dass wir als Lehrende uns fragen müssen, denke ich, was verbinden wir eigentlich mit Lehre, was wollen wir und was davon schlägt eigentlich genau in das rein, also was bei diesen digitalen Technologien betrifft, eigentlich genau das, was Gegenstand und Herzstück unseres Lebens und alles ist und wie wollen wir damit umgehen. Dazu, ich glaube, das ist so eine dieser zentralen Fragestellungen, die im Augenblick immer drin sind. Herr Hunziker, wir reden viel über die Möglichkeiten bzw. über die Forschung über verschiedene Möglichkeiten, wie digitale Technologien eingesetzt werden können. Mein Studium liegt auch noch nicht so lang zurück. Ich kann mich noch erinnern, dass bei mir relativ wenig Digitales eingesetzt wurde, außer vielleicht eine Online-Plattform, Moodle oder Sonstiges. Wie steht es aus Ihrer Sicht zum Thema Digitalisierung von Studium und Lehre? Ja, also ich glaube, oder zumindest mal nehme ich das so wahr, das wird ganz unterschiedlich gelebt auch. Es gibt eine relativ große Klientel von Studierenden und Studierenden, die, sage ich jetzt mal, KI mittlerweile ganz selbstverständlich nutzen. Und zwar sowohl im Alltag privat, aber eben auch für das Studium. Man promptet alles Mögliche. Es werden auch sozusagen Sekundärquellen werden sozusagen abgepromptet und Recherchen werden sozusagen auch in KI-Tools sozusagen verlagert, will ich mal meinen. Und das ist ein wichtiges Thema für die Studierenden. Und im Grunde genommen kann ich ja auch durch KI-Tools, also es gibt zum Beispiel dieses Po, nennt sich das, das ist eine eigene Plattform, wo wirklich täglich neue Tools und Werkzeuge auch vorgestellt werden. Und die Studierenden, die sich eben auch eigenständig auch um diesen, sage ich jetzt mal, ja, die Eroberung eben auch von dieser ganzen Wissensebene, die jetzt mit Digitalisierung und KI verknüpft ist, befassen, die ja beschleunigen sozusagen ihr eigenes Lernen. Und es gibt auch Dozenten, es gibt tatsächlich auch einige Dozenten, die das Thema notwendigerweise ja auch sehen und mit uns Studierenden darüber eben auch sprechen. Ich kann es jetzt im Rahmen von meiner eigenen Promotion auch sagen, dass ich das sehr intensiv einsetzen werde. Promoviere ja auch im Bereich E-Health, also sozusagen auch mit dem digitalen Thema und der digitalen Transformation auch des Gesundheitswesens. Ist klar, dass ich natürlich dann auch solche Technologien dann auch einsetze. Und ich glaube auch, dass das dass das ganz normal werden wird. Momentan hat man da eher noch so eine Art Vorreiterschaft, wenn man das so intensiv lebt, jetzt wie ich oder auch einige andere in meinem Umfeld. Aber in, ja, weiß ich nicht, 2, 3, 4 Jahren wird das komplett normal sein. Ich glaube, es wird doch in der Lehre auch viel normaler auch sein, dass man herangeführt wird auch an diese Werkzeuge und Technologien und dass das auch als etwas Positives wahrgenommen wird, aber dass man auch sozusagen auch kritisch damit umgeht. Also ich bin schon auch immer jemand, der sagt, okay, wir haben hier neue Werkzeuge und neue Technik, aber was macht das eigentlich mit uns? Wie verändert auch sozusagen auch Technologie den eigenen Zugang zu Wissen und zu Inhalten? Und das, glaube ich, ist einfach auch etwas, dass man diese tiefergehende Digitalisierung, wie wir sie jetzt auch in den letzten 1,5 bis 2 Jahren auch seit ChatGPT und Konsorten eben auch wahrnehmen können, dass wir das einfach auch dauerhaft kritisch oder auch ein bisschen skeptisch auch begleiten und das, sage ich jetzt mal, in den Chancen genauso betrachten wie auch in den Risiken. Sie haben da gerade ein ganz spannendes Wort benutzt, Vorreiterschaft. Das heißt, Studierende, die momentan diese Technologien benutzen, sind dann Vorreiter, sind Vorreiter bei diesem Thema. Das bringt mich auch, das ist eine gute Überleitung zu meiner nächsten Frage, Herr Geiger und Frau Nickel. Es wird sehr viel geforscht, aber passiert diese Forschung in einem luftleeren Raum oder profitiert denn die breite Masse bereits jetzt schon davon? Sie können gerne, wer als erstes mag. Also
Ich muss sagen, jetzt, wir haben ja uns das sehr intensiv angeguckt. Ich würde sagen, die breite Masse profitiert noch nicht in dem Maße von den Forschungsergebnissen, wie es eigentlich sein könnte. Und das fehlt, und das liegt daran, dass die Transferkanäle, die es gibt, also das sind Publikationen, das sind Tagungsbeiträge, aber eben auch zum Beispiel eben Posts auf LinkedIn oder Twitter beziehungsweise X oder sonstigen Social Media Kanälen. Das wird halt sehr unspezifisch bislang genutzt. Also das heißt, wenn ich jetzt forsche, dann kommuniziere ich dann auch in erster Linie mit meiner Scientific Community. Das heißt, ich Forschungsergebnisse und beabsichtige damit, in einem wissenschaftlichen Diskurs nehmen oder bestimmte Theorien weiterzuentwickeln. Aber viele Forschende haben nicht im Blick, dass das interessant sein könnte, eben für die Lehre als solche, beziehungsweise eben auch für Leute, die im Hochschulmanagement arbeiten, also die zum Beispiel eben Supportstrukturen auf die Beine stellen oder Lehrende eben dabei unterstützen, solche Lehrveranstaltungen zu konzipieren. Und also da gibt es auf jeden Fall noch einen ziemlichen Gap zwischen der Fülle an Informationen, die zur Verfügung stehen, und der Möglichkeit, diese zielgerichtet an Nutzerinnen und Nutzerinnen weiterzugeben. Herr Geiger, wollen Sie auch Ja, noch den was dazu Aspekt kann beitragen? ich tatsächlich unterstützen. Das ist aber auch etwas, was aus einem guten Grund zum Teil der Fall ist. Also wenn Sie Forschung betreiben zu einer spezifischen, ne, digitalen Technologie, zu einem Werkzeug, ne, in einem fachspezifischen Lernarrangement, dann ist das erstmal etwas, was sehr lokalen Gültigkeitscharakter besitzen kann. Ne? Wenn man sich anschaut, inwieweit das jetzt eine Wirkung hat auf zum Beispiel Lernfortschritt, ne, gemessen an Kompetenzzuwachs oder eingehend, dass kollaboratives Lernen stattfindet beispielsweise. Das hat erstmal einen sehr, ne, begrenzten Gültigkeitscharakter. Und Forschung, derartige Wirksamkeitsforschung zieht wirklich meistens erstmal nur darauf ab, so einen Effekt isolieren zu können. Ne? Ist ein Unterschied, ne, zu dem messbar, was bisher der Fall gewesen ist. Und das ist etwas, was, ich sag mal, den Bedingungen, die ein anderer Klassenraum, ein anderer Seminarraum, um an der Universität oder an der Hochschule zu bleiben, fremd sein kann und auch nicht so ohne weiteres übertragbar sein kann. Und gerade aus diesem Grund gibt es aber auch mittlerweile seit, ja, auch gar nicht mehr so seit allzu langer Zeit Überlegungen und Ansätze, so eine Art iterative Forschungsprozesse zu führen. Also in echter Partnerschaft, Kooperationspartnerschaft mit denjenigen, die es in der Praxis auch ausleben. Ne? Der Gap, den Sie beschrieben haben, ist zwischen Wissenschaft und Hochschullehre quasi ja noch größer, wenn man betrachtet den Gap zwischen Wissenschaft und Schulunterricht. Man baut also sozusagen iterative Schleifen ein und schaut ganz konkret, basierend auf diesen Forschungsergebnissen, wie man denn eine bestimmte Intervention, ne, unter Einbezug digitaler Technologien im Laufe der Zeit so weiterentwickeln kann, dass sie wirklich irgendwann auch ja, eine Adaptierbarkeit und gleichzeitig lernförderliche Wirkung hinreichend entfalten. Also da gibt es mittlerweile Ansätze, die da in die Richtung gehen, und wir sehen auch immer mehr davon. Das ist zumindest mein Eindruck. Was ich darüber hinaus aber auch wirklich gerne attestieren würde, ist, ich erlebe eine unglaubliche Alertness. Ne? Also Sie fragten gerade, gibt es einen Effekt für die breite Masse? Sicherlich noch nicht unbedingt in ganz konkreter Ausgestaltung von der Lernszenarien, aber ich erlebe eine unglaubliche Alertness von Institutionen, von Lehrenden, also eine Sensibilität gegenüber dieser Thematik, die, denke ich, ganz wichtig ist und eine ganz wichtige Voraussetzung ist, überhaupt damit dieser Praxistransfer stattfindet. Sie haben gerade vom Iterationsansatz gesprochen, finde ich persönlich auch sehr spannend. Wie oft wird der denn jetzt in der jetzigen Forschung schon benutzt? Ist das ein komplett neuer Ansatz, der gerade erst kommt, oder ist der in diesem Themengebiet schon länger vorhanden? Auch das ist erstmal hochfachspezifisch. Ne?
Und dann kommt es darauf an, was ist Ihr Anliegen. Ja, wenn Sie ein ganz konkretes Forschungsprojekt haben, wo es darum geht, eine Wirkung zu isolieren und es herauszufinden, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie so einen Ansatz mit dabei haben und finden, eher gering ausgeprägt. Also, zumindest noch nicht so viele, wahnsinnig viele Studien in dem Bereich gesehen. Es gibt aber mittlerweile, gerade auch wenn es um ja, Entwicklungsforschung oder explizite Entwicklungsforschung gibt, schon Ansätze, die das stärker mit berücksichtigen. Es wird zum Beispiel auch, wir erleben das bei Förderausschreibungen, immer wichtiger zu sagen, wir haben hier nicht nur eine Kooperation zwischen Wissenschaft und Praxis auf dem Blatt Papier, sondern wir haben eine Kooperation, die ist multidirektional. Also das ist auch im Prinzip die Erkenntnisse, ne, das Erleben, was in der Unterrichtspraxis stattfindet, rückkoppeln und zurückfinden im wissenschaftlichen Diskurs und umgekehrt. Also ich erlebe das gerade in der Förderlandschaft als zunehmend wichtiger werdendes Kriterium, Wirkungsforschung auch in beide Richtungen zu bringen. Frau Nickel, Sie hatten Kanäle ins Hochschulmanagement angesprochen und als eine der großen Hürden. Können Sie unsere Zuschauer und Zuschauerinnen vielleicht da noch mal abholen, wo genau diese Hürden denn liegen? Ja, also die Hürde liegt primär darin, dass es, wie gesagt, eine Fülle von Forschungsergebnissen gibt zum Bereich Digitalisierung in Hochschulen, insbesondere im Bereich Lehre und Studium. Und diese Fülle an Informationen oder Erkenntnissen aus der Forschung, die wird nicht zielgerichtet kommuniziert und auch nicht aufbereitet. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, es gibt bestimmte Forschungsergebnisse, die interessant sind für Leute, die eher sozusagen im Support arbeiten, zum Beispiel Instructional Designers oder so, also Leute, die wirklich konkret Lehrende dabei unterstützen, digitale Lehr-Lernformen zu entwickeln oder Lehrveranstaltungen durchzuführen, dann gibt es eigentlich ganz wenig Kanäle, die bislang genutzt werden, um gezielt Informationen sozusagen so aufzubereiten, dass das für jemanden tatsächlich handlungsrelevant werden kann und auch nützlich werden kann für die Praxis. Das heißt, sowas wie eben eine Wissenschaftskommunikation oder eben ein klassisch Transfer, ne? Also indem ich halt etwas übertrage sozusagen und aber auch dadurch sozusagen anders aufbereite, damit es eine Zielgruppe auch interessant findet, ganz einfach, und es auch die Zielgruppe erreicht. Das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben eben festgestellt, dass ganz viele Informationen sozusagen gestreut werden, aber es ist eine Hohlschuld eigentlich der Leute, die diese Informationen gebrauchen könnten. Also es gibt eigentlich niemanden, der sagt, ich glaube, jetzt das und das Forschungsergebnis könnte interessant sein für die und die Zielgruppe im Hochschulmanagement oder auch eben für Lehrende. Die spreche ich jetzt mal gezielt an durch bestimmte Maßnahmen. Das wird eigentlich viel zu selten noch gemacht. Mhm. Wir bleiben vielleicht kurz bei den Hürden noch. Herr Hunziker, Sie sind ja da noch relativ nah dran. An welcher Stellschraube würden Sie denn in der Universität am liebsten drehen, wenn es darum geht, Digitalisierungsprojekte anzustoßen? Sie sind stumm, glaube ich. Ja, Verzeihung, ich habe es auch gerade gesehen. Ja, also ich würde mir wünschen, dass es von wirklich allen Hochschulen auch eine übergeordnete Strategie auch gibt, dass es sozusagen jetzt nicht nur an einzelnen Instituten, sondern wirklich, dass das ein Frontthema auch ist für die Lehre, wie wir sozusagen an allen Universitäten und Hochschulen die Digitalisierung viel mehr leben können, wie wir sozusagen auch die Wirkungshaftigkeit auch besser einsetzen können, und zwar eben nicht nur für die Studenten, sondern für alle, die eben an den Hochschulen wirken. Und da sehe ich halt schon, dass das noch eher so ein bisschen, ja, stiefmütterchenhaft ist vielleicht ein bisschen, ja, schon fast ein Affront, das so zu sagen, aber es wird einfach, es gibt auch noch Vorbehalte, ja, es ist jetzt nicht irgendwie so ein freier Parcours, wo alle gleich losrennen und sagen, prima, das machen wir, sondern es gibt einfach noch so eine gewisse Skepsis oder vielleicht auch eine gewisse Unsicherheit, wie man eben auch mit den Tools umgeht, wie man auch mit dem Wissen auch umgeht, das da drüber auch sozusagen generiert wird. Und das ist eben einfach auch eine Entwicklung, wo noch genauer hingeschaut werden muss.
und wo eben auch die Frage ist, wie sich eben übergeordnet dann auch das Bildungswesen auch entscheidet, ja, und das, ich denke, das ist auch ganz spannend, das jetzt auch absehbar zu sehen, weil die Entwicklungen sind nicht aufzuhalten, die Tools sind da, das Thema ist da und es gibt einfach jetzt auch einen großen Need, ja, sich diese Aufgabe auch sinnvoll zu stellen und auch strukturiert zu stellen. Frau Nickel, was sagt denn die Forschung? Gibt es zwischen den Universitäten beziehungsweise vielleicht sogar zwischen den Fachgebieten Unterschiede beim Thema, wie Digitalisierung angestoßen wird? Ja, da gibt es ganz viele Unterschiede auf ganz unterschiedlichen, also ganz vielen Ebenen. Es gibt natürlich fachkulturelle Unterschiede. Ich glaube, Herr Geiger hatte das auch schon so ein bisschen angesprochen. Es gibt Fächer, die da schon weiter sind und Fächer, die da noch nicht so drin sind in diesem Bereich. Es gibt aber auch unterschiedliche Formen beziehungsweise Unterschiede zwischen dem traditionellen Studium, so nenne ich es mal, und dem Weiterbildungsstudium. Das Weiterbildungsstudium ist ja ein besonderer Bereich in Hochschulen, der generell kostenpflichtig ist und sehr stark nachfragegesteuert, häufig wahrgenommen wird und genutzt wird von Menschen, die berufsbegleitend studieren. Und da zum Beispiel ist die Digitalisierung, auch Konzepte wie Blended Learning und so, schon sehr, sehr weit entwickelt, wo man auch zurückgegriffen hat auf Forschungsergebnisse. Also ich würde sagen, das ist eben sehr, sehr heterogen und auch natürlich zwischen den Hochschulen sehr unterschiedlich verteilt, je nach Ausrichtung. Wir haben ja die künstlerischen Hochschulen, beispielsweise Kunst- und Musikhochschulen, die sich da deutlich schwerer tun als, sagen wir mal, klassische Fachhochschulen oder Universitäten. Auch da gibt es inzwischen Förderprogramme. Es gibt ja auch einige Förderprogramme von Bund und Ländern, die das unterstützen. Allerdings mit der Konsequenz, das ist auch eine Sache, dass im Rahmen dieser Förderprogramme sehr viele Erkenntnisse produziert werden, auch zum Teil wissenschaftliche Erkenntnisse, die dann aber wieder versickern, wenn diese Förderprogramme auslaufen. Das heißt, die Stellen fallen dann weg. Das Wissen wird natürlich schon gesichert, aber häufig auch nicht in die Breite getragen. Mhm. Spannend. Herr Geiger, ich würde gern dazu übergehen, wie denn Impulse von außen aufgenommen werden könnten, um genau diesen Transfer zu gewährleisten. Sie forschen ja unter anderem auch zur Schnittstelle und zum Transfer zwischen EdTechs und Bildungsinstitutionen. Das frage ich jetzt nicht nur in meiner Position als Referent für Startups, aber welche Rolle spielen denn externe Impulse aus der Wirtschaft? Ich glaube, die Frage können wir uns beantworten, wenn wir mal überlegen, worüber wir gerade kommunizieren. Ne? Über ein Tool, was im privatwirtschaftlichen Bereich entwickelt worden ist und eine wahnsinnige Rezeption widerfahren hat im Bildungskontext. Und das muss man sich, glaube ich, vor Augen führen, dass die Technologien und die Werkzeuge, die wir nutzen in Bildungssettings, in der Regel nicht an der Universität oder an der Hochschule entstehen und auch nicht durch die Politik erfunden werden, sondern das sind Dinge, die im privaten Sektor entstehen, durch etablierte Unternehmen, durch Start-ups, sogenannte EdTechs. Und ich glaube, dass das eine zusätzliche Perspektive ist, die hochrelevant ist, wenn wir über die Digitalisierung des Bildungssektors sprechen. Ja, wir haben, also meine Kollegen sagen, das sind so Eigenlogiken, ne, die diesen jeweiligen Perspektiven unterliegen. Also ein Startup oder auch ein Unternehmen hat eine andere Eigenlogik, als das eine Lehrkraft hat, ne, die auf Wissensvermittlung, auf Lernfortschritte aus ist. Und die Lehrkraft wiederum hat eine andere Eigenlogik, als das vielleicht diejenigen sind in der Hochschule oder auch im Schulwesen, die für die Beschaffung von digitalen Werkzeugen zuständig sind. Und diese Eigenlogiken sind jeweils für sich sehr gut begründet. Ne? Also im Bildungswesen, im Bildungsbereich haben wir einen extrem hohen Anspruch an eine wahnsinnig hohe Qualität für das, was wir tun. Ja? Da wollen wir uns in der Regel gar nicht großartig von außen reinreden. Im Startup-Bereich, im privatwirtschaftlichen Sektor, dort, wo Innovationen auch entstehen, da ist es wichtig, eben kostendeckend zu arbeiten und dass das, was man als Wertangebot einbringt, ne, entsprechend auch refinanziert wird. Auch eine hoch
eine plausible Eigenlogik, die da vorherrscht. Und ich glaube, was eben wichtig ist, ist ein Raum, ein geschützter Raum, in dem sich diese beteiligten Akteure treffen können. Ja? In dem es einen Austausch gibt, wo eine Sensitivität für gegenseitige Bedürfnisse geweckt wird. Ja? Also ich als Lehrer muss verstehen, ne, was ist sozusagen das Anliegen von denen, die digitale Werkzeuge erstellen. Ich als Startup, was sich digitalen Innovationen widmet, möchte ich verstehen, ne, was ist wichtig für Lehrkräfte, aber welchen Beschaffungsrichtlinien unterliegt das gleichzeitig auch. Solche Räume zu kreieren, das hatte ich für eine ganz große, eine ganz wichtige auch. Ja, wir haben die Diskussion ja vor allem während Corona mitbekommen, wie Impulse vor allem von größeren Unternehmen, hauptsächlich natürlich den amerikanischen Unternehmen, in der Hochschullehre aufgenommen werden, und zwar eher negativ. Das Ganze zieht sich ja immer noch bis jetzt. Deswegen meine nächste Frage: Gibt es vielleicht auch einen Unterschied zwischen Impulsen von kleineren Startups, vielleicht sogar kleineren deutschen, europäischen Startups im Gegensatz zu den größeren Unternehmen aus der Privatwirtschaft, die sonst sehr viele Lösungen im Bildungskontext anbieten? Herr Geiger, Sie, Ach so, ja, Sie ja. hören mich? Ja. Also, nein, ich kann jetzt nur für mich persönlich sprechen. Ne? Die Diskussionen sind immer wirklich durch Offenheit geprägt. So habe ich das bislang immer mitbekommen, ja? Und auch durch gegenseitiges Feedback geben. Ich kann da jetzt aus meiner Perspektive, ich bin auch, ne, primär Wissenschaftler und Didaktiker, eigentlich würde ich da gar nicht großartig differenzieren, wenn es um, ne, die Frage danach geht, wie kann Lehren und Lernen zum, ne, Gegenstand eben gemacht werden von auf einmal digitaler Technologie. Aber ich glaube, dass wenn Sie die Frage an diejenigen richten würden, die sich mit Beschaffung tatsächlich befassen, mit infrastruktureller Ausstattung befassen, dass die vielleicht zu einer anderen einschätzen. Mhm. Herr Hunziker, Sie haben gerade genickt. Genau. Ja, also ich glaube, was in dem Zusammenhang auch wirklich eine Rolle spielt, ist auch, wie barrierefrei auch eine neue Technologie auch ist. Also wenn ich jetzt erstmal also was ganz Banales letzten Endes in dem Segment, unabhängig davon, ob das jetzt sich ein Konzern ausdenkt oder irgendein Newcomer, ein Startup oder eine Einzelperson, die irgendwie ein spannendes Tool entwirft und das dann sozusagen ausstreut, für einen Studenten ist einfach ein wichtiges Kriterium, wie barrierefrei ist das einerseits. Also wenn ich jetzt teure Lizenzen sozusagen dann erstmal aufrufen muss, dann wird es halt schwierig, ne, für viele. Und das andere ist natürlich auch, ist das, was mir eine Technologie bietet, relevant für das, was ich innerhalb meines Studiums oder meiner Promotion oder meiner HBIL halt abbilden soll, ja. Oder wenn wir jetzt auch mal an die Schulen denken, da geht es ja auch viel um Lehre. Gerade auch während der Pandemie ist da ja sehr, sehr viel passiert auch, ja. Riesige WhatsApp-Gruppen oder andere Tools, die dann benutzt wurden, um die Kommunikation zu den Schülern herzustellen. Auch spannende Ideen auch für Lernplattformen, für einzelne Klassenverbände. Also man war da, sage ich jetzt mal, notgedrungen auch sehr innovativ und jetzt eben nachgeordnet hat dieser Innovationshunger, der eben ja notgedrungen sozusagen dann hervorgeholt wurde. Jetzt denkt man eher wieder nochmal so in den gängigen Bahnen und möchte auch wieder mehr kontrollieren und ist auch sehr froh, letzten Endes, zumindest mal in den Schulen, ist es so, dass man gar nicht mehr so viel digital arbeiten muss. Man sprach eigentlich jetzt dann auch eher so die ganzen Probleme, die ganzen mentalen Deformationen und so weiter, der Verlust von sozialem Kontakt und also eigentlich eine Diskussion, die dann eher dann auch so negativ besetzt wurde, zumindest mal in dem Kontext. Und das, glaube ich, muss einfach immer auch abgewogen werden. Es herrscht ja aber dennoch ein... Und dazu, wenn Sie erlauben, muss ich doch mal hervorzurufen, was das Alleinstellungsmerkmal vom Startup gegenüber den etablierten Unternehmen ist. Startups verfügen in der Regel über höhere Freiheitsgrade, ne, und sind in der Art und Weise, wie sie ihr Business Model betreiben, noch nicht so, ne, in gefestigten Bahnen, wie es bei etablierten Unternehmen der Fall ist. Das heißt auch,
dass es ihnen tendenziell leichter fällt, Feedback über ihre Prototypen oder was auch immer einzuholen und das wiederum in Entwicklung von Produkten, Dienstleistungen und den damit einhergehenden Geschäftsmodellen auch etablieren zu können. Also das, ne, rein, wenn um die, ne, das Inkorporieren von Feedback geht, würde ich vielleicht einen leichten Vorteil bei denjenigen sehen, die es da noch flexibler sind. Kann ich würde vielleicht noch einen Aspekt ansprechen, wenn ich darf, den ich wichtig finde in dem Zusammenhang, nämlich, also wie offen Hochschulen sind gegenüber halt neuen Technologien, Digitalisierung und so, das hängt auch eben zum Teil davon ab, wo die angesiedelt sind und ob sie selber auch zum Teil eher profitorientiert sind. Ich hatte ja den Bereich wissenschaftliche Weiterbildung erwähnt, der ist ja ausschließlich sozusagen ein Profitbereich im Falle von staatlichen Hochschulen im Nicht-Profit-Bereich. Und wir haben auch einen Unterschied, das zeigt jedenfalls die Forschung, zwischen privaten und staatlichen Hochschulen. Private Hochschulen sind ja viel experimentierfreudiger da zum Teil und arbeiten ja auch mit Technologien wie zum Beispiel mit Lernbots und so weiter. Also gerade was so die Flexibilität der Studienstrukturen anbelangt, eben Konzepte, die ein digitales beziehungsweise Distance Learning ermöglichen. Da sind die privaten Hochschulen ja zum Teil sehr, sehr viel weiter als die staatlichen Hochschulen. Also ich glaube, das ist auch nochmal ein Unterschied, den man berücksichtigen muss bei dieser Diskussion. Ich glaube, man kann jetzt nicht sagen, die Hochschulen sind jetzt generell so und so eingestellt oder ist es generell sozusagen so, dass da die Entwicklung noch nicht so weit vorangeschritten ist. Nach dem, was ich so verfolge, auch anhand von Forschungsergebnissen, gibt es dann deutlichen Unterschied, zum Beispiel eben zwischen privaten und staatlichen Hochschulen. Ich glaube, wir sind uns aber auf jeden Fall einig, dass der Digitalisierungsdruck seit 2021 ein bisschen abgeflacht ist, zumindest auf Hochschulseite. Auf der anderen Seite stehen jetzt aber natürlich eine neue Generation Studierende, die komplett, die mehr Digitalisierung wollen, die einen ganz anderen Anspruch haben an Lehre. Deswegen würde ich gerne darüber zum nächsten Thema übergehen, wie denn die Studierenden in solche Prozesse eingebunden werden können. Werden die Needs von den Studierenden vorher analysiert oder wird in der Hochschule sehr top-down entschieden? Herr Geiger, Sie haben gerade mit dem Kopf geschüttelt. Ja, nein, Sie sagten, die Digitalisierung hätte so ein bisschen abgeebbt seit 21. Ich glaube, das ist bei denjenigen so, die Digitalisierung mit der Überbrückung von physischer Distanz gleichsetzen. Da würde ich zustimmen. Bei allen anderen Sachen erlebe ich aber eine unglaubliche Experimentierfreudigkeit mit der Einschränkung immer dann, ne? Also Experimentierfreudigkeit unter den Lehrenden, tatsächlich dann, wenn Lehrende auch den Eindruck haben, es gibt hier eine digitale Technologie, die hat die Möglichkeit, jetzt in das mit hineinzugreifen, ne, was ich vermittle und auf das, worauf ich als lehrende Person fokussiert bin. Und das ist je nach Technologieansatz ja total unterschiedlich. Ne? Also wir haben die Cases für VR beispielsweise sind im medizinischen Bereich, ne, wenn es zum Beispiel um die Diagnose von Krankheiten geht, ne, oder eine Reise durch den Körper zum Beispiel, ja völlig anders ausgeprägt, als das jetzt im geisteswissenschaftlichen Bereich der Fall ist. Andersrum, ne, künstliche Intelligenz im Kontext textgenerativer KI ist in den Geisteswissenschaften sicherlich deutlich anders ausgeprägt, als das in der Mathematik der Fall ist. Und wir haben also nicht einen gleichverteilten Schub, der über die Fachbereiche geht, sondern wir müssen immer uns vor Augen führen, dass auch Digitalisierung höchst plural ist und entsprechend auch in diejenigen, die es betrifft am Ende des Tages, sehr unterschiedlich erwischt. Aber genau, und auch dieses Begriffsverständnis einfach. Was ist Digitalisierung? Sie haben völlig recht. Es gibt Menschen, für die ist Digitalisierung gleichzusetzen mit der Überbrückung von physischer Distanz. Aber für ganz viele eben auch steckt auch mehr dahinter. Ja. Genau, jetzt zu Ihrer Frage zur Einbindung der Studierenden. Also ich selbst habe jetzt die, kann ich nur für mich selber sprechen, habe die erlebe Studierende als hochexperimentierfreudig und total dankbar, wenn man
entsprechende Ansätze, entsprechende Ideen in der Lehre platziert und sie auch mal mit solchen Dingen konfrontiert, mit denen sie sonst gar nicht in Berührung kommen würden. Ne? Da habe ich bislang noch nie jemanden erlebt, der gesagt hat, boah, nee, habe ich keine Lust drauf. Und umgekehrt auch, also jeder Lehrende, den ich kenne, oder jede Lehrende, die ich kenne, die freuen sich, wenn junge Menschen auf den Zug kommen und sagen, Mensch, ich habe hier eine Idee und würde mal total gerne was ausprobieren. Und wir brauchen dafür ein Podcasting-Studio, ne? Um jetzt mal zum Beispiel ein paar Lernvideos zu drehen. Haben Sie eine Idee, ne? wo wir das herkriegen? Ne? Also das ist etwas, was ich als durchaus hochdynamisch und experimentierfreudig war. Herr Hunziker, wie sehen Sie das? Wird die Studierendenschaft in den Transformationsprozess genügend eingebaut? Ja, also ich kann es jetzt natürlich aktuell in erster Linie nur mal sagen, wie es in der Medizin ist. Also da würde ich mir jetzt gar nicht erlauben, eine übergeordnete Perspektive einzunehmen. Es ist unterschiedlich. Also es ist wirklich sehr unterschiedlich, wie man damit umgeht. In der Medizin ist man einfach auch klassischerweise eher sehr traditionell unterwegs und nicht so wahnsinnig innovationsoffen. Aber auch bei uns in der Medizin gibt es wirklich Programme oder Arbeitsgruppen oder auch einzelne Workshops, wo tatsächlich das Thema Digitalisierung wichtiger wird oder dass man sich auch beim IMPP, auch in Mainz, das ist ja unser zentrales Prüfungsinstitut, eben auch sozusagen mit den Prüfungsmodellen auch der Zukunft auseinandersetzt. Also ja, es gibt sicherlich, es hat eine Relevanz, es wird auch mehr gesehen, aber wir brauchen auch einfach noch mehr Zeit, um das sozusagen auch mehr auch in die Breite, auch in der Lehre auch sozusagen auch auszurollen. Das ist zumindest mal mein Eindruck. Vielen Dank dafür. Mit Blick auf die Zeit, uns bleiben noch 3 Minuten. Ich würde gerne noch ein paar Fragen aus dem Publikum aufgreifen. Es sind nämlich ein paar reingekommen. Frau Nickel, ich würde mit Ihnen anfangen. Sie haben vorhin von einer gewissen Hohlschuld gesprochen. Hier die Frage an Sie, sind denn Initiativen vorhanden, um aus der Hohlschuld einen Bringdienst zu machen? Kann man das eigentlich nicht so erkennen. Es gibt Akteure, also wir zum Beispiel das Hochschulisierung, die halt sehr, sehr viel, stark versuchen, über LinkedIn oder Twitter zu kommunizieren. Aber auch da ist es eher so, wie soll ich sagen, also Prinzip Streubüchse oder so. Also man stellt diese Information zur Verfügung, aber es bleibt eine Hohlschuld der Nutzerinnen und Nutzer. Also da das, was Herr Geiger so ansprach mit diesen Experimentierräumen oder dass man halt ins Gespräch kommt über verschiedene Ebenen hinweg, das ist auf jeden Fall ein praktikabler Ansatz für die Hochschulen. Das könnte ich mir aber auch vorstellen, eher dann für Transfergeschehen übergreifend. Also, dass man dann versucht, Foren zu bilden oder sowas in diese Richtung. Aber das gibt es noch nicht ausreichend. Die ersten 2 Fragen hier im Chat drehen sich beide ums Thema ChatGPT. Ich nehme an, die gingen an Sie, Herr Geiger. Hier die Frage wahrscheinlich auch von Studierenden. Gibt es einen Überblick, welche Hochschulen denn ChatGPT freigeben und wenn ChatGPT benutzt wird, welche Hinweise sind essentiell? Das heißt, was muss für eine Hausarbeit zum Beispiel beachtet werden? Ja. Diesen Überblick, glaube ich, den kriegt man recht schnell, wenn man damit beginnt. Ja. Weil einige Hochschulen sich ganz zu Beginn, das ist auch der Verfügbarkeit von ChatGPT, ganz klar positioniert haben, ne? Und gesagt haben, da gibt es ein Hochschulregelwerk dazu und das ist erstmal gültig, das haben wir auch wieder angepasst haben. Also ich glaube, da gewinnt man einen relativ schnellen und guten Überblick. Auch in einzelnen Ländern ist es ja zunächst so gewesen, dass Zugangssperren eingerichtet worden sind, die dann aber wiederum mittlerweile auch aufgehoben worden sind im Programm. Sind Sie mit und formulieren die zweite Frage nochmal? Die zweite Frage war, welche Hinweise im Kern essentiell sind, wenn ChatGPT zum Beispiel für Hausarbeiten verwendet wird? Ja, also das ist in erster Linie ist es eine prüfungsrechtliche Frage und ganz oft geben Prüfungsordnungen das aber auch noch nicht her und ganz oft haben Lehrende vielleicht auch noch gar nicht den vor Augen, was ChatGPT kann. Ich rate immer dazu, weil wir eben auch, oder wir mit unserer Forschungsstelle sind
Schnittstelle eben auch für das Thema ChatGPT und KI. Ich rate immer dazu, das zum Thema zu machen, auch bei solchen Prüfungsleistungen wie eine Hausarbeit. Ne? Und mit Dozierenden vielleicht auch ins Gespräch zu gehen. Umgekehrt, ich rate allen Dozierenden immer, sich vor Augen zu führen, dass das etwas ist, was vorhanden ist und aktiv auch zum Thema zu machen, indem man zum Beispiel gemeinsam vereinbart, wie, in welchem Umfang ChatGPT beispielsweise genutzt werden darf. Ne? Man muss ja nicht Ja-Nein machen, sondern man kann zum Beispiel verschiedene Anwendungszwecke differenzieren. Ne? Man kann zum Beispiel sagen, ich nutze ChatGPT ausschließlich dafür, um hinterher die sprachliche Qualität eines Textes zu verbessern. Das ist was anderes als eine Literaturrecherche beispielsweise damit zu betreiben. Ne? Das hängt aber immer ganz stark davon ab, worauf will jetzt eine konkrete Prüfungsleistung überhaupt abstellen. Ne? Wenn es darum geht, ein Experiment zu berichten, sprachlich schön zu machen, dann kann das für Prüfende durchaus attraktiver sein, zu sagen, ja klar, ne, nutze das doch bitte für deine sprachliche Überarbeitung. Gleichzeitig kann ich mir vorstellen, dass Dozenten, Dozierende mehr Vorbehalte haben, wenn es um die Vermittlung von Textkompetenzen geht. Also das ist etwas, worauf wir massiv hinwirken, wenn wir das Gespräch haben, eben mit im Kolleginnen- und Kollegenkreis und den Dozierenden, wo ich aber auch Studierende dazu animieren würde, das anzusprechen. Und das muss vielleicht auch kein einzelner Studierender sein oder keine Einzelstudierende sein. Sie können zum Beispiel auch gut über Fachschaften gehen und sagen oder die dann darauf aufmerksam machen. Also das ist bei uns ein Thema und das möchten wir thematisiert wissen bei uns in der Fakultät und im Fachbereich. Und das ist, glaube ich, ein eleganter Weg. Das heißt, die Regeln sind auf jeden Fall noch nicht in Stein geschrieben. Und ein Tipp an alle Studierende, die hier zuschauen, sprecht mit euren Dozenten, wie der Einsatz denn möglich ist. Super, es ist 14 Uhr, das heißt, wir sind leider schon am Ende unseres Panels angekommen. Frau Nickel, Herr Hunziker, Herr Geiger, vielen lieben Dank für den Input und den erfolgreichen Auftakt des ersten Tages auf der Innovation Stage. Ich drücke die Daumen, dass viele der Ergebnisse aus Ihrer Forschung dann auch wirklich schnell im Alltag der Studierenden landen und so das Leben ein bisschen einfacher machen. Vielen lieben Dank für die Teilnahme.